Nach der erfolgreichen Installation der DR5-Software ist nun auf Ihrem Desktop ein neues Programmsymbol vorhanden. Doppelklicken Sie darauf, um die DR5-Software zu starten. Das Fenster für die Produktaktivierung wird angezeigt. Die Software kann 30 Tage lang uneingeschränkt genutzt werden, bevor Sie diese aktivieren müssen. Um einen Aktivierungscode zu beantragen, füllen Sie die entsprechenden Felder aus und geben Sie die Seriennummer Ihrer Software ein. Diese finden Sie auf der Lizenzvereinbarung oder auf Ihrer Rechnung. Kopieren Sie die Daten dann in die Zwischenablage und fügen Sie diese in eine E-Mail ein. Schicken Sie diese E-Mail an service@huntley.de. Wir senden Ihnen dann schnellstmöglich Ihren persönlichen Aktivierungsschlüssel zu. Diesen fügen Sie dann bitte in das Aktivierungsfeld ein. Klicken Sie auf Aktivieren. Die Anzeige zeigt nun grün Aktiviert. Klicken Sie auf OK und Ihre Software ist nun uneingeschränkt aktiviert. Um Ihren DMX-Doppler an die DR5-Software anzuschließen, verbinden Sie zuerst das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem PC und dem DMX-Doppler. Der Micro-USB-Stecker gehört in den Doppler. Die Erkennung des USB-Kabels wird durch einen Ton angezeigt. Schalten Sie nun den Doppler ein. Das schwarze Doppler-Symbol wird nun grün. Wenn das Symbol rot ist, liegt im DMX-Doppler unter Umständen eine ältere Softwareversion vor. Die Software muss aktualisiert werden, um die volle Funktionalität der DR5-Software auszuschöpfen. Wenn Sie Probleme beim Anschluss des Dopplers an Ihren Computer haben, gehen Sie in das Menü Einstellungen, klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wählen Sie das Symbol für das USB-Kabel. Dieses ist auf Auto eingestellt. Hier können Sie verschiedene COM-Ports auswählen. Wenn Sie zum Beispiel COM3 auswählen, wird dadurch die Software neu gestartet und der COM-Port 3 ist nun immer COM3. Aber ich verwende nicht COM3, sondern COM6. Also schalte ich zurück. Und Sie sehen das grüne Doppler-Symbol, das die korrekte Verbindung mit dem Doppler anzeigt. Um die Untersuchungsprofile zu bearbeiten, gehen Sie in das Menü Doppler und klicken Sie auf Untersuchungsprofile bearbeiten. Nun werden die verschiedenen voreingestellten Untersuchungsprofile angezeigt. Oben sehen Sie jetzt verschiedene Registerkarten für die Profile, die in der Software schon voreingestellt sind. Sie können eines davon auswählen, das zu dem von Ihnen durchgeführten Testtyp passt, oder Sie können ein neues Profil erstellen. Zunächst zeigen wir Ihnen, wie Sie ein vorhandenes Profil bearbeiten. Wenn beim Beinarterientest zu viele Gefäße angezeigt werden, können Sie einfach einige davon mit dem roten Kreuz rechts löschen. Wenn wir beispielsweise nicht die Arteria femoralis superficialis verwenden möchten, können wir diese aus dem Profil und auch oben aus der Liste löschen. Dann untersuchen wir die verbleibenden Gefäße. Der Test wird in der Reihenfolge durchgeführt, in der die Gefäße angezeigt werden. Auf der rechten Seite sehen Sie, in welcher Reihenfolge diese Gefäße ausgedruckt werden. Wie Sie sehen, steht die Arteria poplitea oben und die Arteria dorsalis pedis unten auf der Seite. Wenn Sie mit dem gewählten Profil zufrieden sind, klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern.
Unter Untersuchungsprofile bearbeiten gibt es gemischte Profile. Sie können dort zum Beispiel das Profil Fuß auswählen. Hier haben wir Zehen und Knöchelgefäße. Diese werden auch wieder in der angezeigten Reihenfolge bearbeitet. Wenn Sie diese aus irgendeinem Grund ändern möchten, verschieben Sie das gewünschte Gefäß einfach mit den Pfeiltasten nach oben. Also testen wir jetzt die linke Arteria dorsalis pedis und dann die linke Arteria tibialis posterior, gefolgt von der rechten dorsalis pedis und der rechten tibialis posterior. Ich verwende dieses Profil zur Demonstration des nächsten Abschnittes. Wenn Sie ein neues Profil erstellen möchten, klicken Sie auf das Pluszeichen hinzufügen und geben Sie dem Profil einen Namen Ihrer Wahl. Dies könnte jetzt ein venöses Profil sein. Dann wählen wir verschiedene Gefäße aus, hier zum Beispiel die Vena Saphena Magna. Wenn wir die Vena Saphena Magna noch einmal hinzufügen, können wir die linke und die rechte Seite untersuchen. Wenn wir die Gefäßart in venös ändern, wird das Band blau. Dies bedeutet, dass Sie nun den venösen Modus im Doppler selbst aufzeichnen. Sie können nun die Änderungen übernehmen oder, wenn Sie den Test noch ausweiten möchten, weitere Gefäße hinzufügen. Ich suche jetzt die Vena Saphena Parva und wir testen erst die beiden linken Venen zusammen und dann die Saphena Magna und Parva auf der rechten Seite. In dieser Reihenfolge führen wir also die Messungen durch. Hier zeigen wir Ihnen, wie die Standardpatiententexte bearbeitet werden. Wählen Sie das Menü Einstellungen und klicken Sie auf das Symbol Standardpatiententext Bearbeiten. Hier haben wir ein leeres Feld, in das Sie einen Freitext eingeben können, um den aktuellen Zustand des Patienten zu beschreiben. In den Freitextfeldern können längere Sätze oder auch nur wenige Worte stehen. Ich kann dies durch Hinzufügen eines Symbols illustrieren. Zum Beispiel der Patient ist Diabetiker. Dann füge ich noch ein Symbol hinzu, ein Beingeschwür, was eine typische Komplikation sein kann. Hier haben wir Schmerzen beim Gehen nach 100 Metern. Und hier linkes Bein amputiert. Sie können diese Einträge löschen oder verschieben. Wählen Sie für Letzteres einfach den Pfeil nach oben. Die Liste kann lang und ziemlich umfangreich sein. Sie werden sehen, dass die Einträge später im Texteditor vorgeschlagen werden, damit Sie nicht jedes Mal den gleichen oder einen ähnlichen Text neu eingeben müssen. Hier zeige ich Ihnen, wie Sie eine Standardbefundung bearbeiten können. Gehen Sie in das Menü Einstellungen
und klicken Sie auf das Symbol Standard-Testtext Bearbeiten. Ich habe hier schon einige Textelemente eingefügt, zum Beispiel Übungsprogramm, normaler ABI und so weiter. Sie können weiteren Text nach Bedarf hinzufügen, um die Ergebnisse Ihrer Tests, zum Beispiel 10 Drücke oder einen anormalen ABI, festzuhalten. Klicken Sie auf OK, um Ihre aktuellen Änderungen zu akzeptieren. So erstellen Sie einen neuen Patienten für die Datenbank. Gehen Sie zuerst in das Menü Patient und klicken Sie dann auf das Symbol Neuen Patienten erstellen. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie die Patienten-ID, Titel, Vorname, Nachname und so weiter eingeben können. Sie müssen hier eine eindeutige ID, mindestens 4 Zeichen lang, für den Patienten eingeben. Der Titel kann aus einer Auswahlliste hinzugefügt werden. Name sowie die Adresse und die Telefonnummer runden die Eingaben ab. Wenn eine Versicherungsnummer vorliegt, kann auch diese eingegeben werden, sowie der Name der Praxis oder der Klinik. Es kann auch der Hausarzt des Patienten eingegeben werden. Entweder direkt oder per Auswahl aus einer Liste. In dieser Auswahlliste finden Sie alle Ärzte, die hinzugefügt wurden. Klicken Sie auf dieses Symbol, um einen Nutzer auszuwählen. Fügen Sie die Körpergröße des Patienten in Zentimeter, sein Gewicht und sein Geschlecht hinzu. Mit diesem Feld hier können Sie das Geburtsdatum hinzufügen. Erst das Geburtsjahr 1944, dann das Datum 16. März. Der Patient ist also 74 Jahre alt und sein BMI, der aus Körpergröße und dem Gewicht berechnet wird,
ist 26. Spezielle Notizen können Sie hier anfügen. Klicken Sie auf OK. Der Patient ist jetzt gespeichert und wir können mit den Messungen beginnen. Die Mindestangabe für die Speicherung von Patienten sind Patienten-ID und Nachname. Nun zeigen wir Ihnen, wie Sie eine neue Untersuchung aufzeichnen können. Gehen Sie in das Menü Patient, klicken Sie auf Patient öffnen und wählen Sie einen Patienten aus, dessen Daten wir eben eingegeben haben. In diesem Beispiel heißt er Hans Schmidt. Doppelklicken Sie auf den Namen oder klicken Sie auf Öffnen, um die Patientendaten anzuzeigen. Gehen Sie zum Menü Patient und klicken Sie auf Neue Untersuchung. Dies ist das Symbol mit dem Doppler. Wählen Sie dann ein Profil aus. Vorhin haben wir das Profil Diabetes-Sprechstunde angelegt. Sie können den Doppler zur Messung der Armdrücke verwenden. Die Brachialdrücke links und rechts können hier eingegeben werden. Nun können wir mit der Aufzeichnung der linken Arteria dorsalis pedis beginnen. Auf dem Doppler sehen wir zwei Schaltflächen, eine für den Start der Kurve und eine andere mit einem grünen Haken. Mit der ersten Schaltfläche wird die Kurvenaufnahme gesteuert und mit dem Hakensymbol wird die Kurve zwischengespeichert und der nächste Messpunkt aktiviert. So können wir auch Felder überspringen. Zuerst klicken wir auf Start und erhalten dann ein Signal vom Doppler. Dieses Signal sehen wir hier. Es wird automatisch skaliert, um die Bildschirmhöhe so gut wie möglich auszunutzen. Sie können hier den Bereich wählen oder die automatische Einstellung beibehalten. Sie können auch die Zeitachse ändern. 3 Sekunden, 6 Sekunden, 12 Sekunden, 24 Sekunden und so weiter. In diesem Fall sehen Sie eine schöne triphasische Kurve. Um die Kurve zu stoppen, drücken Sie die Leertaste auf dem PC oder die Schaltfläche Stopp auf dem Doppler. Wenn Sie die ABI-Drücke messen wollen, drücken Sie die mittlere Schaltfläche, das Drucksymbol, auf dem Doppler. Dadurch wird der Doppler freigegeben, ohne dass die Kurve gelöscht wird. Nun können Sie die ABI-Messung wie gewohnt durchführen. Anschließend drücken Sie das grüne Häkchen auf dem Doppler
um den systolischen Druck einzugeben, den Sie auf dem Blutdruckmessgerät abgelesen haben. Drücken Sie OK. Die Dopplerkurve wird in das Feld Arteria dorsalis pedis links eingefügt. Der Druckwert und der ABI werden angezeigt. Dieser Index steht in Klammern. Hier beträgt er 1,12. Wie Sie sehen können, leuchtet der nächste Messpunkt nun auf. Bewegen Sie den Doppler zum entsprechenden Gefäß. In diesem Fall zur Arteria tibialis posterior. Drücken Sie die Startschaltfläche auf dem Doppler und die Messung beginnt. Mit der roten Stoppschaltfläche auf dem Doppler oder der PC-Leertaste können Sie die Kurve stoppen. Drücken Sie die Drucktaste, um das Dopplersignal freizugeben und den ABI-Wert zu messen. Dieser beträgt hier 135 mm Hg. Drücken Sie das grüne Häkchen auf dem Doppler und die Ergebnisse werden in das entsprechende Feld übernommen. Wir können noch mehr Messpunkte abrufen, bis das Messprofil gefüllt ist. Mit den Scrolltasten, die Sie hier sehen, können Sie die Kurve zurückscrollen. Sie können nun wieder den Druck eingeben. Und der Index wird oben auf dem Bild angezeigt. Wir können nun das grüne Häkchen drücken und die Messung wird in das entsprechende Feld übernommen. Setzen Sie die Messung an der rechten Arteria tibialis posterior fort. Sie können die Daten auch mit der Eingabetaste in das nächste Feld einfügen. Mit dieser Taste wird die Kurve ebenfalls in das Profil kopiert. Nun müssen wir noch den Testtyp ändern, weil wir ja mit einem Mischprofil arbeiten wollen. Sie werden nun aufgefordert, die Dopplersonde gegen eine PPG-Sonde auszutauschen, um die Zehendrücke aufzeichnen zu können. Nachdem wir das PPG-System konfiguriert haben, legen wir die Zehenmanschette um den Ansatz des linken großen Zehs. Dann befestigen wir den PPG-Sensor am Ende des linken großen Zehs. Nun können wir den Zehendruck links messen. Drücken Sie OK.
Jetzt können wir auch den grünen Pfeil auf dem Doppler drücken. Sie sehen, wie sich die Kurve über dem Bildschirm bewegt. Diese können Sie mit der Verstärkungseinstellung links oben auf dem Bildschirm ändern. Je höher die Verstärkungseinstellung, desto schwächer ist das Signal, desto kleiner ist der Fluss. Wir pumpen nun die Manschette vorsichtig suprasystolisch auf und warten, bis die Linie abflacht. Lassen Sie durch Ziehen am Auslöser des Blutdruckmessgerätes Luft aus der Manschette ab und achten Sie darauf, dass sich die weiße Linie immer innerhalb des grünen Bereiches des Kontrollbandes befindet. Durch das Ablassen kehrt die Kurve zurück. Der ABI-Wert wird abgelesen, wenn der erste Puls auf der Kurve wieder erscheint. Denken Sie immer daran, die Manschette vollständig zu entleeren. Wenn Sie dies nicht tun, blinkt die Zahl, die den Manschettendruck anzeigt, zur Warnung gelb. Mit den Scrolltasten auf dem Doppler können Sie den Marker der Kurve verschieben, falls dieser nicht genau angezeigt wird. Hier wird ein Druck von 125 mm Hg angezeigt. Drücken Sie das grüne Häkchen auf dem Doppler, um die PPG-Kurve anzuzeigen. Drücken Sie die Speicherschaltfläche auf dem Doppler. Die Kurve sowie die entsprechenden Drücke werden nun übernommen. Nun können wir uns den rechten großen C vornehmen. Dafür müssen wir die Manschette und den Sensor am anderen C anbringen und wiederholen dann die Messung. Pumpen Sie die Manschetten auf, bis die Pulse aufhören, und lassen Sie die Luft aus der Manschette ab. Die weiße Linie muss sich wieder im grünen Band befinden. Es ist wichtig, dass die rote Stoppschaltfläche unten links auf dem Echtzeitbildschirm angezeigt wird. Daran sehen Sie, dass die automatische Erkennung des erneuten Impulses aktiviert ist. Sie sehen, dass die Druckanzeige oben rechts nun gelb blinkt. Lassen Sie durch Ziehen des Auslösers des Blutdruckmessgerätes die Luft komplett ab. Drücken Sie dann den grünen Haken und Sie können den angezeigten Druck, hier 114 mm Hg, übernehmen. Drücken Sie die Speicherschaltfläche, um den Wert im Feld zu speichern. Nun ist das Profil komplett. Jetzt können wir den Testtyp wieder auf Doppler ändern. Wenn wir durch die Ergebnisse scrollen, sehen wir, dass die Messung der 10 Drücke abgeschlossen ist. Die Zahlen in Klammern sind der 10-Arm-Index, der auch TBI genannt wird. Wenn dieser unter 0,64 liegt, hat der Patient eine arterielle Erkrankung. Ein Index über 0,7 ist normal. Sie können dieses Fenster maximieren, indem Sie darauf klicken und es an den Bildschirm ziehen. Auch der Echtzeitbildschirm kann durch Klicken und Ziehen maximiert werden. Speichern Sie das fertige Profil in der Patientendatenbank. Hier können wir jetzt die Testdaten bearbeiten,
Der Patient ist von einem Podologen untersucht worden, er ist Diabetiker und hat ein Beingeschwür. In der Testzusammenfassung können wir noch hinzufügen, dass der ABI und der TBI normal sind. Klicken Sie auf OK. Speichern Sie dann die Änderung in der Datenbank. Und anschließend können wir die Ergebnisse ausdrucken. Da wir nun alle Ergebnisse für die Diabetes-Sprechstunde gesammelt haben, können wir auf Profil drucken klicken. Dies hier ist der Standarddrucker, aber es gibt auch einen Doku-Drucker, mit dem Sie PDF-Dateien erzeugen können. Wenn Sie auf OK klicken, werden die Ergebnisse im PDF-Format ausgegeben. Sie können hier 4 Dopplerkurven sehen. In der Kopfzeile haben wir alle Informationen über den Patienten, die demografischen Angaben und die Armdrücke rechts und links. Auf der rechten Seite stehen die Ergebnisse der Zehenmessung. Auf der dritten Seite finden Sie die Patientennotizen und die Testzusammenfassung. Wir können die Zehenkurven auch auf die erste Seite verschieben. Dafür müssen wir das Fenster schließen, zum Menü Einstellungen wechseln und auf Systemoptionen klicken. Zurzeit sind standardmäßig 4 Kurven auf dem Ausdruck vorgesehen, aber diese Anzahl kann auf bis zu 12 erhöht werden. Für unseren Ausdruck wählen wir 8 Kurven. Sie können auch den Namen Ihrer Einrichtung eingeben. Nun klicken wir wieder auf Profil Drucken, wählen den Doku-Drucker und drücken OK. Hier haben wir PPG-Kurven und die Dopplerkurven auf Seite 1 des Ausdrucks. Die zweite Seite enthält die Patientennotizen und die Testzusammenfassung. Wenn wir auf Drucken klicken, können wir die Ergebnisse in einem Verzeichnis unserer Wahl speichern. Hier zeige ich Ihnen, wie die INDICE-Berechnung aktiviert wird. Die INDICE-Berechnungen stehen ab der Softwareversion 5.1 zur Verfügung. Wir gehen zum Menü Einstellungen
und klicken auf Systemoptionen. Dann öffnen wir die Registerkarte Kurve und finden dort eine Liste von Berechnungsoptionen. Wir können zum Beispiel die Herzfrequenz und den Pulsatility-Index auswählen. Sie sehen hier, dass wir eine Anzahl von Parametern berechnen können. Klicken Sie auf OK. Dann können wir die Ergebnisse übersichtlich anzeigen. Die Herzfrequenz beträgt 59, der Pulsatility-Index liegt bei 12,1. Dies sind Durchschnittswerte aus 5 Herzzyklen. Sie können diese Zyklen vollständig anzeigen, indem Sie unter Systemoptionen die Registerkarte Kurve öffnen und dann auf Berechnungsmarker anzeigen klicken. Der kurze Berechnungsmarker steht für den höchsten systolischen Punkt, der mittellange für den Beginn der Kurve und der lange Berechnungsmarker für den negativsten Punkt im Rückwärtsfluss. Wenn Sie eine Kurve oberhalb der Nulllinie haben, wie beim monophasischen Fluss, zeigt der lange Marker alternativ den negativsten Punkt der Kurve innerhalb jedes Herzzyklus an. Hier sehen Sie die Ergebnisse. Auf der Registerkarte Kurve können wir auch andere Parameter berechnen lassen: Flussrate, Blutgeschwindigkeit und so weiter. Klicken Sie mit rechts auf die gespeicherte Kurve, um Cursorpunkte auf der Kurve auszuwählen. Bewegen Sie diese Punkte, um die Werte abzurufen, an denen der Cursor die weiße Linie kreuzt. Der Maximalwert bei Cursor 1 beträgt 1,88 kHz. Cursor 2 kann zu dieser Kurve hier bewegt werden. Hier beträgt der Wert 2,07 kHz. Im Rückwärtsfluss finden wir nichts. Der Mittelwert an diesen Punkten beträgt 1,01 und 1,16. Sie können die Kurve auch akustisch wiedergeben, indem Sie auf Kurve wiedergeben drücken. Was Sie dann hören, ist das bidirektionale Dopplersignal. Hier können Sie auch den systolischen Druck eingeben oder ändern. Sie können einen anderen Teil der Kurve auswählen, wenn sie im 6-Sekunden-Modus aufgezeichnet wurde, oder Sie können die Kurve ausdehnen, indem Sie hier auf der Zeitachse 3 Sekunden auswählen. Scrollen Sie anschließend mit der Scroll-Taste zu einer gewünschten Stelle der Kurve zurück. Diese kann nun gespeichert werden. Hier haben wir Daten aus 6 Sekunden in der Datenbank gespeichert, auch wenn die Wiedergabe nur 3 Sekunden dauert. In diesem Teil zeigen wir Ihnen, wie Sie Dateien aus dem Doppler importieren. Zunächst müssen wir die Patientenangaben auf dem Bildschirm bekommen. Gehen Sie in das Menü Patient, klicken Sie auf Patient öffnen und wählen Sie dann einen Patienten aus. Hier
arbeiten wir wieder mit dem bisherigen Patienten Hans Schmidt. Klicken Sie nun auf das Doppler-Symbol und auf Importieren von DMX. Der DMX-Doppler muss eingeschaltet und mit dem USB-Kabel an den PC angeschlossen sein. Das Doppler-Symbol muss grün sein. Das Fenster Tests aus DMX importieren wird geöffnet. Hier können Sie einzelne Dateien importieren. Die WAS-Dateien sind die Doppler-Dateien und die PPG-Dateien stammen aus den PPG-Aufzeichnungen. Wir können in diesem Beispiel 4 Gefäß und 2 PPG-Dateien importieren. Alternativ können Sie mit diesem Symbol alle Tests auswählen. Sie können nur Gefäß oder nur PPG-Dateien wählen oder eine Kombination aus beidem anzeigen lassen. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden die Dateien auf dem Doppler automatisch gelöscht, sobald diese in der DR5-Software gespeichert werden. Mit diesem Feature erhöhen Sie den Patientendurchsatz und sparen Zeit. Wir klicken nun auf Importieren, um alle 6 Kurven importieren zu können. Den Verlauf können Sie in der Statusleiste verfolgen. Wir haben alle 6 Kurven mit dem jeweiligen Datums- und Zeitstempel importiert. Sie können diese Kurven nun beliebig auf dem Bildschirm verschieben. Oder Sie können Fenster einrichten wählen, um die Fenster automatisch anzuordnen. Sie müssen ein Profil auswählen, also arbeiten wir wieder mit dem Profil Diabetes-Sprechstunde, das 4 Dopplerkurven und 2 PPG-Kurven aufweist. Sie müssen sich daran erinnern oder notieren, welche Dopplerkurven von welchem Gefäß stammen. Dies ist einfach, wenn Sie die Kurven in einer Standardreihenfolge aufzeichnen. Hier haben wir 13.34 Uhr und so weiter. Wir können nun einfach auf die Kurven klicken und sie dem entsprechenden Gefäßnamen zuordnen. Dasselbe geschieht mit den PPG-Kurven. Die PPG-Kurven können nicht in die Felder für die Dopplerkurven eingefügt werden, jedoch in die PPG-Felder. Sobald die Kurven am richtigen Platz sind, können wir die Brachialdrücke des Patienten eingeben und dann basierend darauf die entsprechenden Indizes berechnen. Wir können mit rechts auf jedes Kurvenfeld klicken und den jeweiligen Knöcheldruck eingeben. Wenn Sie hier klicken und ziehen, können Sie den systolischen Druck auf dem Knöchelarmindex sehen. Dieser Index ergibt sich aus dem Knöcheldruck geteilt durch den höchsten Armdruck. In diesem Fall ist dies 135 durch 122. Wir können diese Drücke weiter in jedes Kurvenfeld eingeben.
Es können sowohl die Indizes als auch die Drücke überprüft werden. Die Drücke werden hier ebenfalls in diesen Feldern angezeigt. Speichern Sie diese Ergebnisse, indem Sie auf das Symbol Änderungen speichern klicken. Sie können jedoch auch noch weitere Angaben hinzufügen. Hier finden wir noch die Patientennotizen. Außerdem kann eine Testzusammenfassung oder ein Kommentar eingefügt werden. Nach der Eingabe der Daten können Sie diese auf Papier ausdrucken oder im PDF-Format speichern. Hier sind die von uns gemessenen Ergebnisse. Werfen wir nun einen Blick auf die Systemoptionen. Gehen Sie in das Menü Setup und klicken Sie auf Systemoptionen. Nun wird das Fenster Systemoptionen geöffnet. Hier können wir die Zahl der Kurven auf dem Ausdruck ändern. Sie können wählen, ob die ICD-Codes mitgedruckt werden sollen oder nicht. Das gilt auch für die Patientennotizen und die Testzusammenfassung. Wenn diese drei Elemente nicht angekreuzt sind, dann bleibt hier ein Freirum auf dem Ausdruck. Sie können dem Ausdruck auch den Namen Ihrer Einrichtung hinzufügen. Wählen Sie auf der Registerkarte Kurve die Berechnungen, die auf den gespeicherten Kurven erscheinen sollen. Wir können Gitternetzlinien in halber und voller Stärke hinzufügen. Auf Registerkarte Allgemeines können wir zwischen metrischen und englischen Maßeinheiten umschalten. Auf der Registerkarte Passwort einrichten können Sie das Systempasswort ändern. Das aktuelle Passwort lautet DR5, alles kleingeschrieben. Sie können es hier ändern und bestätigen. Merken Sie sich das neue Passwort gut, ansonsten sperren Sie sich selbst aus dem System aus. Auf der Registerkarte Datenbank können Sie angeben, wo Ihre Datenbank gespeichert werden soll. Die Standardeinstellung ist lokal auf dem PC. Sie können diese lokale Datenbank aber auch auf einem Server oder einem anderen Laufwerk im Netzwerk speichern. Der grau unterlegte Pfad ist eine SQL-Verbindungszeichenfolge. Dieser Pfad kann nur ausgewählt werden, wenn Sie den entsprechenden Aktivierungscode für die gewerbliche Version haben. Damit können Sie den Anschluss an ein vollwertiges SQL-System herstellen, das auf einem beliebigen Server installiert ist. Ich gehe jetzt also zur lokalen Datenbank zurück und klicke auf OK. Auf der Registerkarte Backup können Sie den Ort für die Datensicherung angeben. Sie können einen beliebigen Speicherort auswählen.
Wenn Sie dann auf die Schaltfläche Backup-Datenbank klicken, wird am von Ihnen angegebenen Ort automatisch ein Backup Ihrer Datenbank erstellt. In das System ist eine GDT-Schnittstelle integriert, die Sie hier durch Klicken aktivieren können. Ein GDT-System ist ein Dateikommunikationssystem für Patientendatenbanken. Die Pfade für den Server und die Report-Dateien können so konfiguriert werden, dass Sie mit diesem System optimal arbeiten können. Nun kennen Sie alle Systemoptionen, die in der Version 5.1 Ihrer DR5-Software vorliegt. Sie können jederzeit Ärzte und andere medizinische Fachkräfte zur Datenbank hinzufügen. Gehen Sie dafür zum Menüpunkt Patient und klicken Sie auf Arzt bearbeiten. Hier haben wir bereits 3 Ärzte eingegeben. Wenn wir jetzt auf Bearbeiten klicken, können wir die Daten ändern, zum Beispiel wenn der Arzt jetzt an einer anderen Einrichtung tätig ist. So können die Daten jederzeit geändert werden, indem Sie auf das Programmsymbol Patientendaten klicken. Hier haben wir nun die Patientendaten und können Patientennotizen und andere Daten einfügen. Wir können auch Ärzte und anderes medizinisches Fachpersonal hinzufügen. Hier tragen wir die Fachkräfte aller Art ein, die noch nicht in der Auswahlliste enthalten sind. Zum Beispiel Herr Dr. Peter Müller, seine Telefonnummer und die Einrichtung, an der er arbeitet. Es gibt auch eine Auswahlliste hierzu. Wir können also alle möglichen Zusatzinformationen zum Personal eingeben.